einige Bäume fielen der Motorsäge zum Opfer. In direkter Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus Beckum am Fußweg zum Kindergarten waren die Bäume durch das angewachsene Efeu derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie gefällt werden mussten. Es sei einfach zu gefährlich. Der nächste starke Sturm könne Äste abwerfen oder gar Bäume fällen. Dieses Risiko sei zu groß. Daher mussten die Bäume von einer Fachfirma gefällt werden. Die Verantwortung will ich nicht auf mich nehmen, auch wenn mein Ast runterkommt und dann lieber weg. Erstaunlich, welche Kraft der Häcksler hat, der einen ganzen Baum im Handumdrehen geschreddert hat. Auch oberhalb des Weges mussten die Bäume gefällt werden. Der Straßenverkehr auf der B229 war nur sporadisch voll gesperrt. Ansonsten wurde der Verkehr einseitig an den Baumfällarbeiten vorbeigeführt.